Herzlich willkommen im Eisenbahnkeller von Gary und Kirsten. Wir bauen eine komplett neue Modelleisenbahnanlage und bloggen für euch jeden Schritt. Bewegte Bilder zeigen oft mehr als nur Text und Fotos. Trotzdem sind sie nur eine Ergänzung zu den Blogs auf schlagercity.de. Wenn ihr Fragen habt oder uns Tipps und Anregungen für den Weiterbau geben möchtet, dann benutzt doch einfach die Kommentarfunktion auf den Schlager-City-Blogs. Viel Spaß beim Zuschauen! Ich begrüße euch ganz herzlich zum dritten Teil der Folge K-System auf der Modelleisenbahn. Was macht man an einem verregneten Sonntagmorgen am besten? Man verschwindet im Modellbaukeller, das habe ich jetzt auch getan, habe die Kamera wieder angemacht. Und heute möchte ich die Straße in meinem kleinen Dorf finalisieren. Wenn ihr die letzten beiden Folgen von Wir bauen unsere Modelleisenbahn angeschaut habt, dann habt ihr gesehen, wie hier das kleine Dorf entstanden ist. Die Straße liegt hier in diesem speziellen Fall tiefer als die Landschaft drumherum. Deshalb habe ich hier auch die Reihenfolge gewählt und zuerst die ganze Landschaft gespachtelt, begrast, beschottert und so weiter, die Häuser aufgebaut, ein paar Bäumchen gepflanzt, damit die Arbeitsmittel eben nicht auf die schon fertige Straße fallen und alles wieder versauen. Deswegen bin ich natürlich hier oben angefangen. Wäre die Straße jetzt auf einer Böschung höher verlaufen, hätte ich mit der Straße angefangen. Mal schauen, wenn es hier irgendwann dann mal weitergeht, wie wir es dann dort machen. Hier haben wir jetzt den Stand der Dinge. Das Dorf ist verspachtelt, es ist begrünt und auch die Faller K-System Laserstreet-Elemente hier, die sind eingespachtelt. Ich habe auch ein wenig Spachtel hier drüber gezogen und habe das eingestrichen, dass die Hohlräume zwischen den Schienen oder in jeder von diesen Laserstreet-Elementen sind ja auch Öffnungen für Sensoren etc., dass das alles zu ist. Das habe ich schon gemacht. Die Tankstelle da hinten, die ihr seht, die steht nur lose drauf mit dem Bäumchen dahinter. Die wird jetzt nochmal weggeräumt, denn was jetzt fehlt, ist nochmal der letzte Schliff, dass es richtig schön glatt ist. Also habe ich wieder den Modellbauspachtel, Straßen- und Geländebauspachtelmasse hier, der bei dem Starter-Set dabei war. Damit werde ich jetzt noch eine ganz dünne Schicht komplett über die Straße drüber ziehen. Wenn das dann in circa 1 bis 2 Stunden ausgehärtet ist, dann wird komplett die Straße nochmal glatt geschliffen. Dazu habe ich einmal hier mir einen Schleifschwamm schon mal hingelegt und natürlich einen Schleifklotz und Schleifpapier. Das möchte ich jetzt nicht mit der Maschine machen, weil diese Gips- und Spachtelmasse, die lässt sich doch auch manuell sehr gut abtragen und ich meine, da habe ich mehr Gefühl, als wenn ich mit einem Dreieckschleifer oder mit einem Exzenterschleifer da dran gehe. Und als netter Nebeneffekt, dann staube ich natürlich auch nicht alles voll, wenn ich es vorsichtig mit der Hand mache. Dann habe ich die Straßenfarbe und 2 verschiedene Pinsel mir schon mal zurechtgelegt, damit die Straße dann auch schön grau wird und wie Asphalt aussieht. Hier habe ich noch ein paar Leitplanken, die ich hier außen in der Kurve befestigen möchte. Und dann haben wir für den heutigen Tag schon wieder einiges zu tun. Wenn die Straße dann fertig ist, kann ich als nächstes hier außen den Bahnhofsbereich noch mit Oberleitung versehen, die Schienen verschrauben und dann ist dieses kleine Dörfchen ja zwar noch nicht ganz fertig, aber zumindest schon mal in einem vorzeigbaren Zustand. Also es gibt viel zu tun, fangen wir an. So, bevor es losgeht, muss ich hier erstmal ein bisschen aufräumen bzw. Platz schaffen. Ich lege das mal hier außen hin, da ist es nicht im Bild, stört auch nicht. Die Bäumchen sind auch noch nicht verklebt. Die hatte ich auch nur mal lose hingestellt, damit sie dort ihren Platz finden. So, ihr seht, die Straßenlaterne, die ist fest eingeklebt und hier der Beleuchtungssockel, der ist auch montiert, damit die Waschhalle oder die Tankstelle dann auch entsprechend beleuchtet ist. Aber hier ist es doch noch relativ uneben. Hier muss ich also noch eine dünne Schicht Spachtelmasse überziehen, bevor ich das dann schleifen und lackieren kann. Was wichtig ist, das seht ihr, an der Stelle zum Beispiel sieht man noch den Fahrdraht
Und dann hier habe ich ein bisschen dicker die Spachtelmasse aufgezogen. Hier sieht man ihn nicht mehr. Und das ist eigentlich schon zu viel. Da muss Spachtelmasse wieder runtergeschliffen werden. Der Fahrdraht sollte wirklich laut Anleitung komplett zu sehen sein, dass die Autos auch in ihrer Spur bleiben. Dann werde ich jetzt erstmal Spachtelmasse anrühren und hier das ein wenig glätten und weiter damit arbeiten. So, die groben Vorarbeiten sind ja gemacht. Ich muss also jetzt wirklich nicht mehr groß verfüllen, sondern einfach nur eine glatte Oberfläche hinbekommen. Beim Verfüllen habe ich den Spachtel natürlich etwas dicker angerührt, während jetzt, um die Oberfläche zu gestalten, ich doch die Masse etwas dünner machen werde. Dann dauert es zwar ein bisschen länger, bis es ausgehärtet ist, aber wir gehen ja hier unserem Hobby nach und sind nicht auf der Flucht. Ich habe ein bisschen Wasser in meinem Gummibecher gepackt, packe jetzt etwas Spachtelmasse hier rein. Ein Teil Wasser, zwei Teile Spachtelmasse, schreibt Faller auf der Anleitung, aber im Prinzip habe ich bis jetzt die Gipsmassen immer so angerührt, frei nach Nase, und es hat immer sehr gut funktioniert. So, und das mal vermischen. Die Masse ist jetzt einfach weiß, ist also nicht eingefärbt, habe ich jetzt auch in diesem Zeitpunkt nicht vor, die einzufärben, weil hinterher die Straße sowieso mit entsprechender Straßenfarbe gestaltet wird. Und die Straßenfarbe ist auch eine Farbe, die nicht nur der Optik dient, sondern auch den Fahrzeugen entsprechend Grip bieten soll, dass sie auch vernünftig fahren. So, ihr seht, ich habe jetzt hier eine teigige Masse zusammengerührt. Sie ist nicht flüssig, sie ist cremig, und genau so wollte ich sie auch haben, um jetzt hier noch eine Schicht Glatz drüber zu ziehen. Da sieht man genau, wie das in die Rillen noch verschwindet. Und damit werden wir auch die gewünschte Glätte hinbekommen, die hier erforderlich und auch erwünscht ist. Auch wenn es jetzt hier nicht hundertprozentig glatt wird, es wird ja, wie gesagt, noch geschliffen. So, ich habe ja die letzten Tage sehr viel gespachtelt. Also von der Haptik her ist diese Masse eigentlich auch nicht viel anders zu verarbeiten als die Gipsmasse vom Baumarktspachtel, der natürlich erheblich weniger kostet als diese speziellen Modellbauspachtel. Aber gut, man muss es probieren, und jeder muss hier seine Erfahrungen sammeln, wie das alles am besten zu verarbeiten ist. Zum letzten Mal müssen jetzt hier auch die beiden Brücken noch mal weichen, damit ich hier gut dran komme. Und dann wird auch bald der Schritt kommen, wo sie dann endgültig verschraubt werden. So, auch hier in der Kurve. So, die Straße ist eigentlich soweit fertig, aber ich habe noch ein bisschen Spachtelmasse über. Dann ziehe ich hier das Gelände noch ein bisschen glatt. Und jetzt braucht es eigentlich nur noch ein bisschen Geduld, bis die Spachtelmasse hart ist und weiter bearbeitet werden kann. Der Spachtel braucht immer noch seine Zeit, um auszuhärten. 2 Stunden steht auf der Gebrauchsanweisung, bis man ihn schleifen kann. Jetzt ist ungefähr eine Stunde rum. Er fühlt sich schon trocken an, aber ich habe die Zeit auch genutzt. Ich will die Straßentrasse hier dann auch weiterbauen. Habe mir schon mal ein Reststück Trassenholz
von einer USB-Platte hier rausgesucht, die hier die Überquerung der Schienen darstellen soll. Habe einfach eine Stütze mit einer Schraubzwinge unten festgemacht, dass die erstmal hier hält. Dann habe ich schon mal ein Tunnelportal vorbereitet. Und zwar habe ich, ich zeige es mal von hinten, einfach drei Hölzer zusammengeschraubt und dann das Portal eingeleimt. Und das soll dann hinterher ungefähr irgendwo hier an dieser Position zu stehen kommen. Das Tunnelportal ist relativ hoch. Das ist für Lokomotiven mit Oberleitungen gedacht. Das kann ich also noch kürzen, dass quasi genau die höchste Stelle des Tunnelportals dann exakt so hoch ist wie hier die Unterkante von dem Trassenbrett der Fahrbahn, der Straße. Und dann wird das Ganze auch gut aussehen und ich kann hier hinten dann auch eine Röhre noch einsetzen. Gut, jetzt muss ich erstmal weiter probieren, wie ich die Trasse jetzt verlege. Ich habe mal meine Laserstreet-Elemente mir hier rausgelegt und werde jetzt einfach mal ausprobieren, wie das denn ganz gut passen könnte. So, hier sollte es dann noch mal eine Kurve sein. Effektiv habe ich mir flexible Elemente noch bestellt, die sind aber leider noch nicht geliefert worden, weil ich hier mit dem Radius natürlich nicht so hinkomme, weil ich habe parallel zu den Schienen hier die Fahrbahn verlaufen lassen möchte und das wird so nicht gehen. Das heißt, hier müssen zwei flexible Elemente hin, bevor dann hier die Geraden weitergehen, aber ich kann die Trasse schon mal ungefähr anzeichnen, das Brett zusägen, weil ich es doch ja immer etwas breiter machen werde, als die eigentliche Straße verläuft, von daher überhaupt kein Problem. Ich hole mein Planungsprogramm für die Schienen der Eisenbahn. Ich benutze ja SCAM, habe ich schon mal gezeigt. Das kennt leider diese Laserstreet-Elemente nicht. Wäre vielleicht mal eine Erweiterung wert. Vielleicht kann man das auch selber programmieren, so eine Library. Ich weiß es nicht. Muss man ausprobieren. Ja, ich probiere noch ein bisschen rum und werde mir dann die Zeit vertreiben, bis ich dann endlich schleifen und die Straßen lackieren kann. So, mittlerweile ist die Spachtelmasse angetrocknet. Hier hinten habe ich schon geschliffen und jetzt mache ich hier vorne weiter am Bänderhammer. Das geht mit dem Schleifschwamm eigentlich ganz gut. Der nimmt ein bisschen was ab, legt den Fahrdraht wieder frei. So, und dann immer wieder der gleiche Schritt sauber machen. So, die Fläche ist geschliffen, sie ist gereinigt und dann wollen wir uns mal mit der Straßenfarbe beschäftigen. Ich werde die Straßenfarbe an den Rändern der Straße ein bisschen großzügiger verteilen, dass die auch, ich sag mal, so einen halben Zentimeter ruhig noch die Landschaft hier beschmiert, weil ich nämlich die gleichen Laserstreet-Elemente noch weiterhin verfügbar habe und die lege ich dann hinterher drauf, quasi als Schablone, werde das dann außen mit Holzleim bestreichen und dann kann ich mit Schotter, mit Streu den Straßengraben dann auch entsprechend sauber gestalten, dass wir einen sauberen Abschluss haben.
Es geht eigentlich so schon ganz gut. Die Farbe ist relativ zäh. Die schmiert nicht großartig. Mal schauen, wie das aussieht, wenn es dann hinterher getrocknet ist. Gut, hier habe ich eine große Fläche, den ganzen Platz der Tankstelle, der ja im Prinzip sozusagen aus Asphalt besteht. Ja, die zieht relativ zügig an. Das lässt sich eigentlich gut verarbeiten. Tja, da bin ich immer gespannt, wie hinterher das Autochen darauf fahren wird. Ja, es ist ein Geduldsspiel. Nichts mal eben, aber wir haben ja Zeit. So, ich muss mal den Platz wechseln. Mal von hinten. Wunderbar. Schön geworden. Richtig gut geworden. So, ihr habt es gesehen, das kleine Dorf ist fertig. Der Mercedes Sprinter dreht munter seine Runden auf der weitergebauten Straße. Die Oberleitung ist finalisiert. Noch musste ich das Auto immer wieder per Hand umsetzen, weil die Straße ja hier an dieser Stelle aufhört. Aber Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Da machen wir demnächst weiter dran. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und sage Ciao, bye-bye. Euer Gary und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Teil wieder mit dabei seid. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert unseren Kanal.